Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, in der letzten Folge haben wir sozusagen unseren Stiefbruder erledigt. Wollte er nicht, aber er wollte nicht anders. Okay. Gut, und jetzt werden wir uns mit unserer Mutter treffen vor dem Thronsaal. Dann schauen wir doch mal, was er uns zu erzählen hat, wie sie weitergeht. Die 61. Folge schon, Leute. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Noch lange nicht, glaube ich. Ich muss zu den Königen. Bist du bereit, unser Land zurückzufordern? Natürlich. Doch eigentlich bin ich hier, um den Kultistenkönig zu stürzen. Du machst deine Mutter stolz, Cassandra. Aber hast du auch genug Beweise, um ihn anzuklagen? Weiß ich nicht, ob ich Beweise habe. Sicher. Ich hole die Ephoren und treffe dich im Thronsaal. Probier's einfach mal. Wir sehen uns im Thronsaal. Worauf warten wir? Verzeiht, dass ihr warten musstet. Du hast die Ephoren gerufen? Hast du derart Erfolge vorzuweisen, um so viele Zuschauer anzuziehen? Ich habe einen Siegerkranz für Sparta. Auch wenn ich selbst teilnehmen und ihn gewinnen musste. Sehr gut. Doch was ist mit unserem Pankration-Meister Testikles? Es gab einen Unfall auf See, bevor er teilnehmen konnte. Die Spiele sind nicht so wichtig. Was ist mit Böotien? Stentor und ich haben die Truppen der Athener besiegt. Es besteht kein Grund zur Besorgnis. Wenn du nichts als gute Nachrichten bringst, wozu brauchst du dann die Ephoren? Es war von schweren Anschuldigungen die Rede. Schwere Anschuldigungen? Gegen wen? Ihr tut, als wüsstet ihr von nichts. Gegen euch, Pausanias. Sparta muss Pausanias loswerden, bevor es zu spät ist. Er ist Mitglied des Kults des Kosmos und ein Verräter an Sparta. Ein Kosmos-Kult? Was faselst du für einen Unfug? Soll das etwa ein Witz sein? Ich habe die Beweise hier. Der Beweis ist hier. Er ist zweifellos schuldig. Das beweist nichts. Die Ephoren sollten nur aus triftigem Grund gerufen werden. Dieser Mangel an Beweisen vergeudet nur unsere Zeit und ist respektlos gegenüber Spartas Thron. An dem Ankläger sollte zur Warnung anderer ein Exempel statuiert werden. Ich habe sie erzogen. Bestraft mich, ihre Mutter, nicht sie. Wir gaben dir jede Chance, sich zu beweisen. Gewährten dir eine königliche Audienz. Und so dankst du es uns also? Was sagt ihr, Archidamos? Cassandra und Myrine der Agiaden, eure Namen sind verflucht. Möge die Kryptia euch jagen und die Heloten das Fleisch von euren Knochen kratzen. Einverstanden. Ein sehr weiser Spruch. Schade, dass sich diesmal weder Maske noch Umhang retten können. Ihr wart dort. In Delphi. Okay. Martha, Pausanias hat sich verraten, bevor ich dort rausgezerrt wurde. Also ist er der Kultistenkönig. Du solltest dich so schnell wie möglich um ihn kümmern. Das werde ich.
Wenn du ihn erledigt hast, triff mich zu Hause. Mit Vergnügen. Ares hat mich erwählt, um Sparta zu Ruhm zu führen. Es kann nur einen geben. Okay, dann werden wir uns immer snacken. König Pausanias gehört dem Kult des Kosmos an. Ich muss ihn selber richten. Ich kann jetzt Kopfgeld jetzt wegmachen. Okay. Da ist Pausanias. Malakka. Schicht. Okay, haben wir das auch weg? Wir haben eine neue Waffe bekommen.
Und einen neuen Hinweis. Kultistenweis, zwei Stück. Wir können auch nochmal den Speer aufstufen. Sehr schön, endlich. So, was haben wir für Hinweise bekommen? Auf den Kultistenkönig, oder wie? Oh, da fehlen uns aber viele, ey. Okay, wir gehen mit so Archimedios zurück. Cassandra, du wurdest zur Geächteten erklärt. Ich hätte gründlicher sein sollen, bevor ich Pausanias anklagte. Er ist ein Verräter an Sparta und seinen Ländereien. Und diesmal bist du dir sicher? Wo ist er, damit er sich verteidigen kann? Ich sah ihn sterben. Du hast ihn ermordet? Ja. Ich fand Beweise, dass er ein Mitglied des Kults des Kosmos war. Unbestreitbare Beweise. Dieser Brief wurde von Pausanias persönlich geschrieben und unterzeichnet. Er beschreibt den Fortschritt ihrer Pläne in Sparta. Was ist dieser Kult des Kosmos? Du hast ihn wieder und wieder erwähnt, so als müsste ich ihn kennen. Eine geheime Gruppe mit einem Ziel, die Macht zu ergreifen. Sie nutzen diesen Krieg zur Stärkung ihrer Position. Es fällt mir schwer zu glauben, dass Pausanias Sparta die ganze Zeit nur benutzt hat. Wir haben so lange gemeinsam regiert. Ich spreche mit den Ephoren, um deine Aussage zu bestätigen. Doch wenn sie stimmt, hast du es verdient, dich wieder Bürgerin Spartas zu nennen. Und natürlich das Haus deiner Familie zurückzubekommen. Habt Dank. Eine Sache noch. Ja? Solltest du Sparta selbst regieren wollen, dann fordere mich wenigstens zu einem Zweikampf. Ich bin keine Herrscherin, mein König. Geil. So, was jetzt? Was ist denn los? Er ist fort. Was denn? Hier lag ein kleiner Kaninchenschädel von deiner ersten Jagd. Wer sollte den stehlen? Es gibt nur eine Person, die ihn genommen haben könnte. Nikolaos. Vielleicht hat ihn unser Wiedersehen an diesen Ort erinnert. Zumindest ging es mir so. Anscheinend war ich nicht die Einzige mit Heimweh. Ich hoffe, ich störe nicht. Brasidas! Ich glaube, das ist auch ein Kultist. Tritt ein. Schön, euch beide wieder zu Hause zu sehen. Es fühlt sich gut an, hier zu sein. Du bist hier und nicht beim Drill? Was ist los? Ich breche so schnell es geht nach Pylos auf. Ich glaube, du solltest auch mitkommen. Ich erwidere gern den Gefallen. Was erwartet uns in Pylos? Ehre! Die Athener treiben in diesem Moment die Spartiaten zurück. Das wäre ein schwerer Verlust für Sparta. Ich kann nicht zulassen, dass es dazu kommt. Das klingt, als hättest du den Glauben an Spartas Krieger verloren. Sie sind so stark wie immer. Doch jetzt haben sie es mit einer Macht zu tun, die ihre Vorstellungen übersteigt. Du sprichst von Deimos? Ja, den Gerüchten zufolge. Eine Naturgewalt im Körper eines Sterblichen, der jeden Soldaten in seinem Weg niederstrecken kann. Wenn Deimos in Pylos ist, müssen wir ihn aufhalten. Ich warte am Schiff, aber beeil dich. Jeder Moment, der verstreicht, bedeutet den Tod eines Spartiaten. Okay, wir müssen gegen unseren Bruder kämpfen. Alexios ist in Pylos. Bring ihn zurück, Cassandra. Zurückbringen? Wir haben unser Haus zurück. Wir können eine Familie sein. Es ist nicht zu spät. Es ist unmöglich. Ich würde dir gern was anderes sagen, aber es ist zu spät. Das kann nicht stimmen.
Ihr habt beide dasselbe Blut in euren Adern. Wir können nichts tun. Für ihn sind wir nichts weiter als Hindernisse auf seinem Weg. Wir können die Familie nicht so einfach aufgeben. Du hast mich nicht aufgegeben. Wir sind keine Familie mehr, seit ich von diesem Berg geworfen wurde. Ich kann nicht so tun, als würde Deimos Rückkehr das ungeschehen machen. Du gibst deinen eigenen Bruder auf? Und uns? Es ist zu spät, Martha. Ich kann ihn nicht retten. Er hat sich entschieden. Der Kult des Kosmos ließ ihm nie eine Wahl. Wir hielten ihn für tot. Und jetzt willst du ihn wieder töten? Ich sollte gehen. Brasidas wartet nicht lange. Okay. Schauen wir mal, wo der ist. Pylos. Wo ist Pylos? Hier unten. Oh, ich habe hier nicht mal ein... Ey. Kann hier nicht mehr hin. Muss ich hinsegeln? Aber bevor wir das hinfahren... Könnten wir mal schauen? Wo war denn das jetzt nochmal? Hier auf Andros. Da gibt es einen 45er. Wir könnten unseren Speer mal aufstufen. Und zwar auf Stufe 5 und dann können wir auch skillen, Leute. Da müssen wir ein bisschen Boot fahren, glaube ich. So, legen wir den mal rein. Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Nullübertragung. Kontakt aufgenommen. Oh, 22 Fragmente. Das heißt, wir müssen, glaube ich, jeden Kultisten jetzt töten. Damit wir hier den letzten. Die letzte Stufe freischalten können. Okay. Alles klar. Dann schauen wir auf unsere Fähigkeiten. Jetzt können wir nämlich endlich skillen. Könnten wir vorher schon skillen. Machen wir den mal wieder. Machen wir den noch rein. Okay, den brauche ich jetzt nicht. Was ist das hier?
den hier, ja. Jetzt haben wir noch 8 Punkte. Wo soll ich denn die reinhauen? Was ist denn das hier? Fähigkeit zuweisen. Machen wir es da mal rein. Ich habe es noch nicht probiert, keine Ahnung, wie das ist. Aber wir können es auf jeden Fall mal auskillen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir das dabei mal so. Und wir schauen dann gleich noch weiter. Den Speer, die haben wir jetzt angenommen. Okay, die hilft uns jetzt eh nichts. Wir müssen zum Strand. Was ist denn das hier überhaupt? Ah, 4, 45, das ist doch zu krass. So, wir müssen hier unten hin. Wenn wir aber von hier oben her runterfahren, glaube ich, geht es schneller, als wenn wir da rumreisen. Gut, dann würde ich sagen, auf zu Adrastea. Das Bildmachgerät. Auf Position! Schon wieder Athena-Schiffe. Kommst du wahrscheinlich wieder nicht durch. Das machen die schon so geschickt, dass man ja nicht wegkommt. So, hier ein bisschen außen rumsegeln. So klein wären, dass wir die locker wegmachen könnten. Wollen wir unbedingt mal schauen, dass wir einen Aussichtspunkt oder sowas kriegen. Könnte vielleicht doch oben irgendwo was sein.
Da brennt schon alles. Wir gar nicht anlegen hier, oder? Also, obwohl wir die letzte Schlacht gewonnen haben, ist der Alte nicht... Wo ist Brasidas? Was willst du von ihm? Stell keine Fragen. Bring mich zu ihm. Wenn es Sparta betrifft, betrifft es auch mich. Wenn du so betroffen wärst, würdest du deinen Brüdern bei der Schlachtvorbereitung helfen. Lass uns gehen. Halt, ich habe Befehle. Wache stehen und auf Verstärkung warten. Sie ist 2 Nächte überfällig. Du musst nicht länger warten. Ich bin ja da. Du? Die Athener gehen uns wie Hunde an die Kehle. Du redest nicht mehr so, wenn du die gesehen hast. Jetzt, da ich da bin, sehen sie nur noch den Fährmann. Ha! Gut gesagt, Kriegerin. Ja. Hoffentlich kämpfst du so gut, wie du reden schwingst. Komm, wir gehen zu Brasidas. Oh, Schlacht. Ein schlechter Tag für Athen! Ein glorreicher für Sparta! Come on.
Und es ist einer, den du nicht gewinnst. Wenn Brasidas stirbt, klebt sein Blut an deinen Händen. Dein! Das All meiner Freunde! Bist du wahnsinnig? Noch könnt ihr! Genug! Wir hören nicht auf! Ich will dich nicht töten, Alexios. Aber ich halte dich auf. Mein Name! Alter, was ist hier los, Inge? Nicht genau darum. Ich fand Martha. Wieder vereint. Nur muss wieder zu verlieren. Sitzt down und kommt in die zweite Phase. Die Entstehung einer Legende.
Ist jetzt down oder sitze ich down? Oh, wir sind eingesperrt. Du bist kaltblütig. Okay, er lebt noch. Ich hätte das selber gemacht in Pylos. Natürlich war das nicht das erste Mal, dass du mich sterben ließt. Das haben sie dir also gesagt? Das weiß ich. Also was? Ich bleibe gefangen, bis man mich tötet? Das ist der Plan. Außer ich komme da rein und töte dich, wenn mir danach ist. Aber vorher, sag mir, was du weißt. Ich dachte, der Kult hätte dir alles gesagt. Klingt, als wärst du auf ihrer Seite, aber sie nicht auf deiner. Glaubst du, ich bin eine Spielfigur? Dann beweise es mir. Erklär mir, wo ich falsch liege. Überzeuge mich, wenn du kannst. Was möchtest du wissen? Alles, was du für wahr hältst. Aber danach töte ich dich. Warum habt ihr mich auf dem Berg in jener Nacht verlassen? Dich verlassen? So nennst du es also? Wie soll man sonst nennen, was ihr mir angetan habt? Ihr ließt mich zurück. Wir wollten dich retten. Es wurde beschlossen und ihr habt es akzeptiert. Hat dir niemand gesagt, dass ich dich retten wollte? Ich wollte dich fangen. Ein Ältester starb dabei. Das war auch mein Todesurteil. Ständig willst du die Heldin spielen. Das hat damals nicht gereicht und es reicht auch jetzt nicht. Ich tat alles, was ich konnte. Und heute tue ich dasselbe. Es ist zu spät. Du kannst nichts sagen, was uns zu Familie macht. Hör zu. Nach dir und dem Sturz des Ältesten warfen sie auch mich von dem Berg. Pater ließ es zu. Es war seine Pflicht. Du wurdest auch verlassen? Ja. Aber wir überlebten. Gegen ihren Wunsch. Wohl wahr. Wir leben. Vielleicht geschieht es ihnen recht. Deimos, wir haben nach dir gesucht. Und hier bist du. Beim Bodensatz. Es war ganz schön laut. Es ist nichts. Dann geh! Jetzt! Du hast hier nichts zu suchen, Junge. Tu, was immer du willst mit dir. Das habe ich vor. Nun geh. Vergiss nicht, dass du dich selbst eingesperrt hast. Daran würde ich mich erinnern. Du musst das verstehen. Es ist zum Wohle Athens, Kassandra. Herakles hätte die ganze Stadt in die Armut gestürzt. Die Menschen lebten im Elend. Also ließt du ihn ermorden? Man muss schon einige Eier zerschlagen, um das perfekte Dotter zu finden. Er war nicht der Richtige.
Dass du deine Gegner tötest, zeigt, was für eine Art Anführer du bist. Oh, das war nur der Anfang. Wenn du es doch nur noch mit ansehen könntest. Komm in die Zelle. Du bist hier, um mich zu töten, oder? Mal sehen, was passiert. Zu meinem großen Glück gibt es andere Brände, die ich löschen muss. Man spricht von einer Revolte. Was jetzt schon? Das ging schnell. Ich habe einen Plan. Tote rebellieren nicht. Wie kannst du es mit einer Gruppe Rebellen aufnehmen, wenn du schon Angst vor dieser einen hast? Der Akt an sich liegt nicht in meiner Hand. Es wurde abgestimmt. Was habe ich dir gesagt? Die Menschen gaben mir ihren Segen. Ich nutze ihre Macht. Das ist nicht demokratisch. Die Menschen haben ihr Schicksal gewählt, Cassandra. Und sie wählten mich. Verpiss dich, Cleon. Gib nicht mir die Schuld. Das Volk von Athen hat gesprochen, ganz ohne mein Zutun. So begegnet man einer Rebellion. Sie wissen nicht, wofür sie gestimmt haben. Der Kult gewinnt, Cassandra. Nun muss ich mich um das Schiff nach Mytilene kümmern. Die Einwohner werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ich habe wohl meine Rüstung jetzt zurückgegeben. Angriff! Ah! Bei der Macht der Götter! Halt! Ah? Gerade recht. Interessant. Vielleicht ist doch der Tod der größte Segen der Menschheit. Ein Versuch war's wert. Und es ist der Gedanke, der zählt. Den Göttern sei Dank, dass du lebst, Cassandra. Wenn das nicht die letzten Wachen waren, dann sollten wir jetzt gehen. Und zwar geschwind. Warte, wir müssen über Cleon reden. Sokrates kam dem Malakas auf die Schliche. Wir wissen, was er vorhat. Fass dich kurz. Ihre Ausrüstung, Barnabas. Komm, Barnabas. Okay. Cassandra, triff uns bei Perikles Anwesen. Dort werden wir alles Weitere besprechen. Die Stufen des Parthenon sind lang und wurden auf Leichen errichtet. Okay, wir können nicht alles. Wir können nicht alles. Das komplette Kopfgeld. Freie Meinung. Der weise Krieger. Ein paar Kopfgeld, die wir haben hier.
Jetzt habe ich gedacht, wir haben Deimos schon erlegt. Aber leider eher nicht. Dann schauen wir mal, wo wir den das nächste Mal treffen. Du bist hier. Natürlich. Barnabas war drauf und dran, nach dir zu sehen. Wie er sagte, der Gedanke zählt, nicht wahr? Offensichtlich. Komm, die anderen warten. Wir waren besorgt, dass du es nicht schaffst. Vor allem, wenn jede Stadtwache Athens nach dir sucht. Kleon braucht schon mehr als das, um mich zu stoppen. Was macht ihr? Wir arbeiten gerade einen Plan aus, um Kleon zu stürzen. Ich würde es kaum einen Plan nennen. Viel Gerede, nicht so viele Taten. Ihr wollt also Kleon stürzen? Wie lautet der Plan? Es wird nicht einfach. Sein Tod würde den Frieden stören. Das wäre nicht gut für Athen. Er hat recht. Erst muss er in Missgunst fallen. Aristophanes hat anscheinend ein Stück, von dem er glaubt, dass es dazu führen wird. Ein Stück? Es ist so viel mehr als das. Ach, mach dir nicht an deinen Chiton. Ich verstehe nicht, warum wir uns nicht alle lieb haben können. So würde es viel mehr Spaß machen. Wir können nicht nur rumsitzen. Kleon schickt ein Boot nach Mytilene, um die Einwohner zu töten. Das Volk vertraut Kleon. Sie werden für alle Vorhaben stimmen, die er einbringt. Aber das heißt nicht, dass wir nichts dagegen tun werden. Kleon zu stürzen wird nicht einfach. Doch mit deiner Hilfe dürfte es machbar sein. Okay. Das wird ein Desaster, ich sag's dir! Ganz ruhig. Wovon redest du überhaupt? Mein Meisterwerk. Es wird alles verändern. Es amüsiert, erstaunt, stimuliert und klärt das Volk über Kleons Machenschaften auf. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Ich bin weder Künstlerin noch Poetin, Aristophanes. Bei den Göttern, nein! Aber Thespis, mein bester Mann, wird vermisst. Ohne ihn ist mein Meisterwerk nur ein Stück. Wo würde ich ihn finden? Thespis entfernt sich nur selten weit von zu Hause. Fang doch am besten dort an. Das dauert nicht lange. Bereite alles vor. Ich komme zurück, sobald ich ihn gefunden habe. Mit ihm noch hier? Ich wäre geblieben. Jemand hätte Kleon aufhalten müssen. Narren blicken in die Vergangenheit und du bist keine Närrin. Versuchen wir erst, Mytilene zu retten. Ach, so etwas ist das hier? Eine Art Plan? Schon als Kleon das erste Mal von Mytilene sprach, wusste ich, dass etwas faul ist und versuchte herauszufinden, was genau. Dein Plan klingt vielversprechend. Einer meiner Schüler gibt sich als Wache in der Akropolis aus. Anscheinend versteckt Kleon dort etwas und veranstaltet geheime Treffen. Das ist sehr gewagt. Ungewöhnliche Zeiten. Wenn du glaubst, dass etwas, das uns hilft, in der Akropolis ist, finde ich es. Ich erwarte, dass du dort Beweise für seine Verbrechen findest. Wo soll ich für dich hingehen? In den westlichen Teil des Heiligtums der Akropolis. Ich werde auf der Akropolis etwas finden, das Kleon nicht von sich weisen kann. Gut. Ich werde schon bald zu den Menschen auf der Pnyx sprechen. Wenn du etwas Hilfreiches findest, triff mich dort. Ich beeil mich. Ist immer noch eine Liga. Gruppe des großen Teams verlegt. Schauen wir doch mal, wo das ist hier.
Antika. Zentrum Groß-Athen. Das könnte das hier sein. Okay, dann ich würde sagen, das schauen wir uns aber erst in der nächsten Folge an. Sind ja doch schon wieder 50 Minuten. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Es wird richtig, richtig spannend gerade. Und bin echt gespannt, wie es weitergeht. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingeheulen. Euer Andi.